Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynastie, wo das Geruckel jetzt weg ist. Nein, da ist es wieder. Aber nicht mehr ganz so schlimm. Ich war gerade draußen. Also ich habe ja gerade die alte Folge beendet, die neue gestartet. Jetzt wird es hier wieder sehr ruckelig. Und jetzt war es aber gerade deutlich besser. Naja, egal. Wir sammeln die Stämme. Packen die dann noch drüben ins Wasser. Dann ist das Gebiet hier leer. Dann fahren wir die restlichen Stämme, die da entrindet dort liegen. Habe ich hier schon zersägt? Ne, habe ich nicht. Die fahren wir dann schnell weg. Ach, ich räume hier erstmal auf. Also die, die da hinten liegen, die schon entrindet in unserer Baummulde, Baumlagermulde drin liegen, die fahren wir dann noch schnell weg. Dann fahren wir die Rinden, den Wagen mit der Rinde weg. Und die hier schmeißen wir ins Wasser. Da werden Bretterkisten draus, was auch richtig so ist. Da wir dann den Pritschenwagen kaufen. Und dann richtig, richtig dolle Bretter verkaufen. Und dann haben wir nämlich keine Rinde mehr. Dann haben wir keine lumpigen Bäume mehr. Dieses Gebiet ist komplett geklärt. Ein Gebiet haben wir dann noch mit Bäumen. Aber dann, wie gesagt, verkaufen wir die Bretter und die USB-Platten. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich diese USB-Platten brauche für die Möbelproduktion. Denn ich glaube nicht, dass man hier alle Möbel nur aus USB-Platten macht. Das wage ich zu bezweifeln. Vor allem da ja dran stand, man kann verschiedene Möbeldesigns machen, indem man verschiedene Hölzer nimmt. Gibt es dann eben auch verschiedene Möbel, Struktur und sowas aussehen. Das Aussehen von die Möbels. Was ist mit dir? Hier. Wir nehmen alles mit. Und deswegen glaube ich, dass wir die USB-Platten nicht für die Möbel brauchen. Und selbst wenn, wir holzen dann nochmal ein Gebiet ab, machen da Bretter draus, die wir dann für die Möbel nehmen. Und ja, die USB-Platten entstehen eh von allein durch die Späne. Durch den Abfall, der übrig bleibt. Hä? Hey, ach so, ist noch nicht ganz zerteilt, ne? Hey, ich wusste gar nicht, dass man nur ein Stück wegsägen kann. Dieses Stück dann tatsächlich aufnehmen und der Rest ist nicht zersägt. Ich dachte, das geht gar nicht. Jetzt hänge ich hier an diesem Stamm fest. So, der hier ist auch noch nicht ganz zerteilt, oder? Nein. Da ist aber auch immer viel drauf auf den Fichten. Die sind so unfassbar groß. Schon voll die Riesenteile. So, jetzt nehmen wir den hier gleich mal weg. Da sind noch lange Exemplare auf diesem komischen Zeug da. Ach, und da sind auch noch Äste dran. Vielleicht deswegen das Geruckel. Wegen die Äste.
So, komm, mach. Lass mich durch jetzt hier. Mann, Baum, geh weg. So, das hier ein bisschen rüberschieben. Und fallen lassen. Oh Mann. Alles liegt hier im Weg rum. Der will auch schon wieder woanders hin. Den müssen wir mal mitschieben. Oh, wir brauchen unbedingt so einen Harvester. Also der macht Haarwesten. Westen aus schönen kleinen Haaren. Nein. Der grabt die am Stamm. Hat die dann fest im Griff umschlungen. Sägt die dann unten ab. Und kann die dann durch seinen Greifer nach vorn schieben. Entrinden. Beziehungsweise entasten in dem Fall. Und dann in diese Baumstämme zersägen. Und die dann mit diesem Greifer sogar gleich auf eine Stelle legen. Die Dinger sind mega cool. Also wie es scheint, hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Das Spiel. So. Wahrscheinlich haben wir die Physik jetzt gerettet. Der ist auch noch nicht zerteilt. Zerteil dir. Spätzchen weg. Hä? Oh, ist doch schon zerteilt. Hä, hier noch nicht. Sehr komisch. So. Ich schaue hier aufs OBS immer mal wieder, was die FPS sagen, aber da zeigt es nur meine 30 FPS an, die ich eingestellt habe. Davor hatte ich maximale FPS-Zahl, beziehungsweise dann eben vom Spiel. Und da hat es mir dann immer angezeigt, was das Spiel... Huch. Ich habe den jetzt fallen lassen. Weil ich zu müde bin. Ach hey. Es ist 12 Uhr mittags. Na ja gut, dann fahren wir das mit dem Traktor. Kein Problem. Die meisten haben wir ja jetzt schon. Hier wollte ich die Äste noch wegmachen. So, und Baum zerteilen. Und hier auch Baum zerteilen. Dann zersäge ich die jetzt halt eben noch schnell alle. Und dann holen wir die mit dem Greifer. Müssen wir halt da mit dem Traktor ein bisschen in der Gegend rumfahren. Ja, ich weiß, dass ich zu müde bin. Brauchst du mir nicht ständig sagen. So, den hier müssen wir noch zerteilen. So, da ist noch was zum Zerteilen. Vielleicht fängt es sich dann endlich, wenn das hier nicht mehr auf diesem... Na? Auf diesem komischen Geländer hier liegt. Das sieht doch gut aus. Ja, jetzt ist doch da. Die Performance wieder besser. Okay, was gibt's noch zu zerteilen? Hier. Der freut sich auch schon, der zittert auch schon fröhlich. Ja? Baum zerteilen. Zerteilen.
Da ist schon. So, ich glaube, hier diese Spitze. Ne, die ist. Das passt. Hier. Und zerteilen. Gleich sind wir soweit. So. Ich glaube, wir haben alles. Dann spurten wir mal wieder in Traktor. Vielleicht, theoretisch müsste ich ja im Traktor auch wieder Energie regenerieren, dadurch, dass ich ja einfach nur auf dem Sitz sitze und nichts mache. Beziehungsweise, ja, Traktorfahren ist ja nicht nichts machen, aber jetzt so hart, harte Arbeit wie zum Beispiel Baumstämme tragen, ist es jetzt auch nicht. Halt, falsch, hier. So, den Fetten hier. Ah, nö, nicht so. Hier runter. Nein, warum denn? Dann tun wir den da drunter. Na. Ja, setz dich. Sehr gut. So, der kommt hier rein. Der kommt da rein. Na. Okay, den behalte ich dann halt im Greifer. Jetzt aber fix. Diese riesen Teile da. Ah, okay, dann habe ich mich aber gestern böse geirrt, wenn ich gesagt habe, oh, in der nächsten Folge kaufen wir aber unbedingt den Britschwagen. Also wir, ne, mein Plan. Wir schmeißen jetzt die ganzen Stämme noch ins Wasser. Dann werden da Kisten draus. Die brauchen wir so oder so, weil sonst haben wir nichts mit dem Britschwagen, was wir wegfahren können. Und dann fahren wir noch einmal diese Bäume weg, die jetzt noch da auf Halde liegen. Und dann kaufen wir einen Pritschenwagen. So. Naja, den habe ich jetzt eigentlich nicht gemeint, aber nimm ruhig. Nimm dir, gönn dir. Greiferli, gönn dir. So, da hängt's aufeinander. Wird sich aber wahrscheinlich schon noch auseinanderzwirbeln. Mein Greifer ist irgendwo, nur nicht da, wo er hingehört. So. Schön mittig. Mittig. Mittig wie der Sittich. Lecker. Mein gutes Cherry Coke. Ach, ist hier schön. Ach, ist das nicht? Ist das nicht eine schöne Aussicht hier? Ach, auf dem Onkel sein Dingens und auf unseres hier. Also wunderbar. Das ist doch mal eine richtig schöne Aussicht. So, ein bisschen noch rüber. Halt, das müsste reichen. So, immer ganz runter drücken. Nein, ich will den kleinen, ja. Den kann man nämlich hier noch reinschmeißen. Und den können wir dann da noch reindrücken. Ah, okay, das ist auch in Ordnung. Ja, hebt. Sehr gut. Hält, meine ich natürlich. Der Held der Arbeit. Hä?
du. Haben wir da noch Platz für ein Stämmchen? Ja? Bleibt das auch? Sehr schön, das bleibt liegen. Ja, komm, den heb ich. Den halte ich so. Den belasse ich im Greifer. Tuckern wir schnell rüber. Zum Glück ist dieses Gebiet so nah. Das andere war ja echt kacke weit entfernt. Und das nächste ist schon auch noch ein Stückchen weiter entfernt. Aber hey. Das kriegen wir schon hin, wa? So, ich setze mich mal wieder ein bisschen anders hin. Oh, ja. Oh, runterrutschen. Ganz tief in den Stuhl hinein. Na toll, die hängen da immer noch rum. Was ist los mit euch, ihr Bäume? Hier, Stamm drauf. Zack. Oh, ganz nah hier. Oh, unten rausgeholt, dazwischen. Ja, so nah am Rand funktioniert eigentlich am besten. So, weiter tuckern. Ah ja, ich muss ja leider in meinem Sitz ein bisschen runterrutschen. Da seht ihr von mir nur noch den Kopf. Aber ich muss auch mal ein bisschen chillen. 10,5 Stunden arbeiten heute wieder. Ja, so eine 50-Stunden-Woche, die schlaucht schon ganz schön. Und davon gibt es jetzt noch 7 Stück. Naja, aber hey, wow, besser als Zeitarbeiten, Kurzarbeit, ne? Kurzarbeit oder gar keine Arbeit. Dann doch lieber Überstunden schieben. Da weiß man, was man hat. Vor allem am Monatsende. Da klingelt es dann im Kässchen. Was ja auch nicht verkehrt ist. So, hier mal schnell. Zack. Zack, dieses Spitzchen. So, dann mal hier entlang. Komme ich da auch ran? Ja, sehr schön. Nach davon komme ich wahrscheinlich nicht, ne? So. Da komme ich nicht hin. Zack, im Rollen erwischt. Aber ablegen kann er nicht im Rollen. Sehr gut. So, dann ganz eng hier dran vorbei. Hält, sehr schön. Der hält, was er verspricht. Diese zwei auf der Liste, auf der Badeliste. Passt das da noch irgendwo rein?
das Baumstämmchen? Ist es fest? Ja, sehr gut. Hat sich festgeklemmt. So, hier noch ein winziger. Ach was? Nee. Dachte schon, dass das geht. Aber das geht nicht. Nein, nicht du. Oh nein. Dich will ich haben. Gut, dann lassen wir den im Greifer. Ah, Kamera, Hilfe. Was tust du? Ruckel, ruckel, ruckel. Zu viele Bäume auf einem Haufen. Ruckel, ruckel. So, ich schätze mal, dass wir eventuell am Ende der nächsten Folge soweit sein könnten, dass wir die Pritsche kaufen. Also morgen Abend vielleicht. Aber was heißt morgen Abend? Die Folge kommt um 14 Uhr, also. Naja. Aber machen muss man es ja so oder so. Von dem her, dann machen wir es eben jetzt. Da sind voll die Strömungen in dem Fluss hier. Diese Wasserdinger, die man da so sieht. Das sieht aus wie so krasse Strömungen. Da wirft das Wasser auch immer solche Falten. Toll. Auf dem gelandet. So. Kiefer, Kiefer. Fichte, Fichte. Meine Nichte ist eine Fichte. Nein, Spaß. Meine Kiefer tut weh. Tempomat rein, dann fährt er schneller. Warum auch immer. 23 km/h den Berg hoch. Offensichtlich bin ich nicht gut genug, um aufs Gaspedal zu drücken. Naja, wenn es das Spiel so will. Ah, wunderbare Aussicht hier jetzt. Ah, schön. Genieße ich. So, dann tucker ich hier mal. Entschuldigung. Tucker ich hier mal von der Seite ran. Aha, da ruckelt es immer noch extrem. Das ist hier. Hier ist irgendwo das Problem. Einer der Baumstämme hier muckt rum. Ich glaube, der hier war's. Kommt sogar hoch. Ja, da bin ich jetzt in ein Dead End gefahren. Eine sogenannte Sackgasse. Hier? Gut. Halt, falsch rum. Ah ja. Ja, ich glaube, der eine Baum hier, der war's. Der hat die Interferenzen
verursacht. Ach, ist das schön kahl jetzt hier. Wunderbar. So. Erlebt denn der alte Holzmichel noch? Hallo Traktor, wo willst du hin? Bleib doch mal stehen. Ich kann doch sonst die Bäume nicht ablegen. Siehst du, jetzt fallen sie runter wegen dir, Traktor, weil du da so rumrödelst. Komm, noch einen dicken. Wenn wir den schon halten müssen. Ja, wenn wir einen größeren Hänger hätten, wären wir schon fertig. So, dann fahre ich jetzt noch zur Abladestation, zur Abwurfstelle, zur Wässerungsstelle. Und dann machen wir eine Folgenpause. Hallo Fisch, Achtung, da kommt gleich ein Baum geflogen. So, da, nicht, dass sich die Fische mit meinen Bäumen dann irgendwelche Häuser bauen. Das ist illegal und kein typisches Fischverhalten, deswegen. Und da wäre es cool, wenn man das irgendwie abkippen könnte. Wenn man das anheben könnte und dann abkippen. Alle auf einmal reinrugeln lassen. Anstatt die hier einzeln zu greifen, jedes Mal darauf zu warten, dass man sie fallen lassen kann. Aber die anderen hängen alle schon da hinten. Sehr gut. Wir werden Bretterkisten haben, dass es uns zu den Ohren rausläuft. Aber was wir jetzt auch haben, ist eine Folgenpause. Und das heißt, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Lumberjacks Dynastie. Und bis dahin macht's mir gut, meine Freunde. Tschüss.